Ich habe meine Platte bekommen. Das war der erste Teil. Die Platte hat 2 Meter mal 1,40 Meter, ist 2,5 cm dick. Habe ich mir von einem Tischler bringen lassen, damit ich auch einmal einen Tischler ein bisschen unterstütze. Habe ich mir nicht selbst beim Baumarkt etwas besorgt, wo ich zuschneiden hätte lassen müssen, jede Menge Verschnitt hätte gehabt und auch nicht viel weniger gezahlt hätte. Gut, wir haben 5 Beine, wir werden an jeder Ecke ein Bein montieren und eins in der Mitte, damit in der Mitte auch nicht so starke Belastung ist. Das ist jetzt dann unsere nächste Aufgabe, dass wir eben diese 5 Beine, die wir von einem nicht so unbekannten Möbelgeschäft gekauft haben und recht günstig ist. Also die Beine sind wirklich günstig dort. Und die werden wir jetzt eben an den 4 Ecken montieren. Das werde ich euch dann ein bisschen zumindest bei einem Bein dann zeigen und dann auch, wie das zum Schluss ausschaut. Gut, jetzt haben wir einmal die Beine schon gemessen und an jeder Ecke eins haben wir hingelegt. Auch das Mittelteil haben wir gemessen und jetzt geht es zum Anschrauben. Wir fangen einmal mit den mittleren an, indem wir jetzt eben die Schrauben reinschrauben. So, jetzt haben wir auch den richtigen Kreuzschraubenzieher gefunden, die richtige Größe. Passende Größe für diese Frage. Und wie ihr sehen könnt, ist das relativ schnell montiert mit 5 Schrauben. Und da kommt jetzt dann einfach dieses drauf, wird dort festgeschraubt. Und schon haben wir ein Bein oben. Da kann man eben die Höhe einstellen. Da muss ich nur herausfinden noch, wie man das dann fixiert. Wahrscheinlich wird das fixieren, ja, indem man es nach rechts dreht, ist dann das Bein fixiert. Was ich klasse finde jetzt auch bei dieser Dings, es ist da, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, auch die Zentimeter angegeben. Also das höchste, was sie schreiben, ist 90 cm. Da steht eher ein Stopp. Das werden wir auch nehmen, damit wir schön dazustellen uns können, weil wir ja doch da die Eisenbahn rausbauen müssen. Und wenn, können wir das ja wieder verkürzen. Also ich habe auch deswegen dieses Tischbein genommen, weil man da die Größe verändern kann. Passt. Wir haben alle 5 Beine montiert und jetzt bauen wir es nur noch umdrehen. Ja, und dann warten wir eben auf den Trassenbausatz von noch, den wir noch kriegen werden. Mit dem geht es dann weiter und schön langsam wird dann die Bahn Stück für Stück aufgebaut. Ihr werdet jetzt eben in der nächsten Zeit noch einige Videos sehen, wie eine Eisenbahn von Grund auf aufgebaut wird. In dem Fall eine digitale. Was ich früher, glaube ich, vergessen habe zu sagen, 1,40 m mal 2 Meter, ja, die Platte ist 2,5 cm dick. Das hat was mit den Schrauben zu tun von den Tischbeinen. Jeder kennt das von den Spannholzplatten, dass sie da raus sind, dass da Späne wegstehen, dass man sich da leicht, wenn man da vorbeikommt, eben seinen Span einzieht, was sehr schmerzhaft ist. Deswegen werden wir jetzt da einfach mit einem Leim, der geht eh schon weg, da eine Leimschicht drauf tun. Einfach mit einem Pinsel. Und so machen wir eben das Ganze so, dass eben diese Späne eben gebunden sind
und dass das Ganze ein bisschen glatt wird und man sich eben nicht verletzen kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber jetzt haben wir wirklich dick raufgegeben, also dass die Löcher voll Leim sind. Das einmal in die Hand nehmen. Und dadurch kann man sagen, ist es einfach jetzt da abgerundet oder halt sicherer. Man kann sich nicht so schnell verletzen.